Das MBZ gefällt uns super gut. Es ist mega schön hier. Unglaublich tolle Räumlichkeiten. Die Arbeit mit den Teilnehmern macht mega Spaß, weil es tatsächlich auch uns wieder so nochmal einen neuen Bock irgendwie auf Musik total verleiht. Also wir haben da am ersten Tag drüber gesprochen, dass weil alle so, die zum ersten Mal dann elektronische Musik machen und so selber am Computer Musik machen, natürlich voll den Tatendrang haben und ganz viele Ideen und davon lässt man sich dann total anstecken und hat auch selber wieder einfach Lust, dass ich hätte am liebsten auch nochmal einen eigenen Raum gehabt, wo ich dann selber Musik hätte machen können. Ja, das macht total Spaß. Sobald es dann an die Eigenarbeit ging, was natürlich super war, dass jeder irgendwie da so ein bisschen daddeln konnte und sich auch sofort so ein bisschen da reingefunden hat und man dann quasi nur noch hier und da Hilfestellung leisten musste. Aber es sollte ja auch darum gehen, dass halt die Leute selber Musik machen. Also das Musikmachen war ganz gut so, war eine neue Erfahrung und das hat mir halt auch gut gefallen. Ja, das MBZ ist ein sehr schöner Ort. Allgemein die Räumlichkeiten sind sehr groß, man hat ziemlich viele Möglichkeiten, verschiedene Instrumente auch auszuprobieren. Wird auch ziemlich gut betreut. Also ich werde auch nach dem Workshop mit elektronischer Musik weitermachen, weil ich auch, wie gesagt, mich schon vorher dafür interessiert habe und ich deswegen auch das weiterverfolgen werde. Ich bin auch jetzt nicht mit so mega viel Erwartungen hierher gefahren, muss ich sagen. Dachte, wir lassen das einfach mal so auf uns zukommen. Und dafür habe ich schon echt viel gelernt. War sehr überrascht davon, wie locker das Ganze hier so ein bisschen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Mal irgendwie mit einem Betreuer irgendwie losgehen mussten, um uns irgendwelche Instrumente oder sonst irgendetwas zu holen, sondern da wird einem auch in Bezug auf diesen Workshop ein ziemlich großes Vertrauen ausgesprochen, auch die Räumlichkeiten so zu nutzen, wie man sie gerne möchte. Ich war sehr überrascht, dass das alles so gut lief und so ohne Probleme. Ich hatte immer schon ganz lange in meinem Kopf, haben die Sachen immer schon funktioniert, aber sie dann am Computer so umzusetzen, ist halt wieder ein ganz eigenes Ding, zumal wir beide auch keine sehr computeraffinen Menschen sind, sondern eigentlich eher so, ja, gib uns ein Instrument in die Hand und wir klippern so lange drauf rum, bis irgendwas Cooles dabei rauskommt. Am meisten Spaß hatte ich bei den Vocals tatsächlich, weil ich da tatsächlich das erste Mal wirklich meine Gedanken draus reden konnte, ohne irgendwie mich auf einer Klaviatur zurechtzufinden. Da konnte ich wirklich einfach pur, roh in das Mikro singen und es hat ziemlich gut gepasst am Ende direkt. Ich war vorher ziemlich eingeengt in so einer eigenen Blase, so das will ich unbedingt machen, aber ich habe gemerkt, dass ich auch deutlich größeres Spektrum habe, was ich jetzt tatsächlich machen kann. Also ich bin definitiv offener geworden. Wir wollen den Teilnehmern mitgeben, dass sie, wenn das jetzt Spaß gemacht hat und wenn man mehr in diese Richtung machen möchte, dann sollte man das einfach machen.